Willkommen zurück zu Bazooka Sue und wir möchten uns jetzt einmal mit der Wahrsagerin unterhalten. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten. Tagchen. Such den Tag auf. Dein Astralleid verrät mir, dass du etwas von mir wissen willst. Tja, das stimmt. Sind Sie etwa Wahrsagerin? Richtig geraten. Dann sagen Sie mir doch mal was Wahres über meine Zukunft. Ich sehe. Halleluja. 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 Ups, aha. Ich sehe, dass du wahrhaft rahmensprengend bist. Und jetzt stehe ich ohne Kristallkugel da. Eine Wahrsagerin ohne Kristallkugel, wie peinlich. Was soll ich da nur machen? Na, ist es nicht praktisch, dass wir gerade eine Schneekugel erworben haben, die dieser Dame weiterhelfen könnte? Und im Hintergrund sehen wir auch hier den Kristallelefanten. Vielleicht ein bombiges Tauschgeschäft. Wenn wir da mal reinkommen. Sorry. Diese Schneekugel zeigt übrigens drei sich miteinander vergnügende Schweinchen. Hey, wie wär's hiermit statt ihrer zerdepperten Kristallkugel? Och, wie süß. Drei kleine Schweinchen beim, Hey, ich schenke Ihnen dafür meinen Kristallelefanten. Nehmen Sie ihn sich einfach. Haha, und da haben wir schon zwei. Dann krallen wir uns das Teil. Wie die nette Dame schon sagte, nimm ihn mit. Ja, und mehr wollen wir von der eigentlich auch nicht. Also, raus da! Wir haben jetzt zwei von drei Kristallelefanten und ich würde fast behaupten, wenn wir nochmal auf den Friedhof gehen, das kürzen wir jetzt aber etwas ab und gehen einfach durch die U-Bahn, ohne einmal von der Main Street in die Main Street zu fahren, dann bin ich fast sicher, dass wir in diesem Grab, was wir uns ja am Anfang angucken konnten, aber noch nichts mit anzufangen wussten, dass wir da jetzt etwas mehr Erfolg haben. Hoi, da steht auch ein neues kleines Tierchen. Sieht auch aus wie ein Schwein. Und was ist das für einer? Dieser Weg scheint zum Friedhof zu führen. Ja, ich wollte aber wissen, was das hier für ein Ding ist. Ein nettes Bürschchen, aber er schaut so unglücklich drein. Na gut, dann fragen wir doch mal, warum er so unglücklich ist, bevor wir auf den Friedhof gehen. Wer bist denn du? Robin heiße ich. Und was machst du hier? Will in den Film, bin aber nicht groß genug. Vielleicht fällt mir im Verlauf des Spiels ja noch was ein. Ja, mir fällt dazu jetzt schon was ein, aber ich möchte trotzdem erstmal auf den Friedhof gehen. Weil bei Tex Avery gab es doch irgendeine Substanz, die sich Jumbo Grow nannte. Vielleicht kann man dem Kerlchen weiterhelfen. Hey, guck mal, hier eine Schaufel. Hier wird gesammelt, was Mann oder Frau zur Grabpflege benötigt. Genau, und deshalb holen wir uns doch gleich mal das Schäufelchen. Und können auch schon erraten, wo wir graben müssen. Hier geht's wahrscheinlich nicht. Da können wir nichts mehr machen. Aber hier, dieses Grab konnten wir uns schon vorher angucken. Wie schaurig schön, ein Grabstein. Ja, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen graben. Das scheint auch zu funktionieren, weil wir nämlich im Besitz einer Schaufel sind. Ja, die waren wohl nicht nur Hitchcock-Fans, die Programmierer, sondern auch Sierra-Fans, würde ich mal fast behaupten. Back to the roots. Auch ein zivilisiertes Schweinchen wie ich sollte hin und wieder mal im Dreck wühlen. Ja, naja, ein Schlammbad hat sie ja schon genommen. Schauen wir da mal rein. Ein Prunkstück aus massiver Eiche. Okay, und was liegt da drin? Wir betrachten uns das näher. Die Leiche von dieser Frau. Welch grausiger Laura. Anblick. Naja, die ist schon länger tot, ne? Sieh da, ein weiterer Kristallelefant. Jaha, den nehmen wir uns sofort. Hier kann ich so richtig meiner Sammelleidenschaft frönen.
Ja, jetzt haben wir natürlich auch ein Grab geplündert. Und nun sollen wir doch mal gucken, wie wir diesem kleinen Jungen weiterhelfen können, der hier vor dem Friedhof steht. Denn wir wollen ja sicherlich auch noch ins Kino gehen. Schauen wir doch mal bei Tex Avery vorbei. Und los geht's wieder, latsch, latsch die Stadt entlang. Ist das immer eine Latscherei in diesen Adventure Games und der Sheriff labert immer noch. Lass ihn labern, lass ihn labern. Ja. So, außerdem haben wir ja ein bisschen Kohle und können mal gucken, was wir bei Tex vielleicht sonst noch so kaufen können. Außer dem Jumbo Grow. Lauf zu. Und hineinspaziert. So, wir versuchen natürlich erstmal unser Glück mit dem Jumbo Grow. Jetzt können wir auch endlich mit dem reden. Einen schönen auch. Was darf sein? Ich hätte gern eine Flasche Jumbo Grow. Tut mir leid, ich habe nur noch diese eine Flasche. Und außerdem siehst du nicht so aus, als müsstest du noch wachsen. Es ist unbedingt für mich. Ich brauch's für einen kleinen Jungen, der einmal ein großer Programmierer werden will. So groß wie der legendäre Zolker Finke. Oh Gott, wie tragisch für den Kleinen, ein so schlechtes Vorbild vor Augen zu haben. Finde ich auch. Es gibt nur eine Chance für den kleinen Wurm. Er muss größer werden als der legendäre Zolker Finke. Okay, du hast mich überzeugt. Ich gebe dir meine letzte Flasche Jumbo Grow, um dem Clan sein Schicksal zu erleichtern. Na, das ist doch nett von ihm. Na, können wir das Ding uns doch mal näher anschauen? Und gucken, was damit passiert. Das finde ich mich recht niedlich. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir auch. Aha. Ich glaube, das ist es, was sie weitläufig Character Zooming nennen. Oder Blow-Up. Und wieder Schrumpf. Na gut. Nun ja, vielleicht ist die Wirkung etwas kurzfristig. Das macht aber nichts. Es dürfte reichen, um den Kleinen ins Kino zu bringen. Dann nehmen wir das Fläschchen doch mit. Ich muss schon sagen, ich bin ein sehr überzeugendes Wesen. Absolut. Das können wir leider nicht nehmen, aber diese Laterne vielleicht. Hey, wollen Sie das alte Ding wirklich kaufen? Jo. Wahnsinn! Seit 150 Jahren das erste Mal, dass jemand so einen Schrott kauft. Aber sei's drum, macht 5 Mucken. Na gut, die haben wir doch locker in der Tasche. Dann bezahlen wir dem $5. Okay, das Geschäft ist perfekt. Hier sind die Mäuse. Wunderbar! Und als Zugabe gebe ich dir noch diese garantiert Carious Fernandon Drops. Jetzt geht auch mir endlich ein Licht auf. Ja, Laternen sind doch in Adventure Games unerlässlich. Siehe auch King's Quest 4 zum Beispiel. Und raus, mehr ist hier nicht zu tun. Und dann können wir wieder zu dem kleinen Robin zurück und den Jumbo Grow an ihm austesten. Diese Leute sind übrigens völlig unerheblich, die kann man sich wohl angucken, aber nicht groß weiter mit denen reden. Vielleicht gibt es noch was dazu in den Outtakes. So, mein kleiner Robin. Doch mal gucken, ob wir dir nicht helfen können, ins Kino zu kommen. Das allerdings reservieren wir uns für die nächste Folge. Bleibt dran, vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.